Ich habe gerade kurz überlegt, mal eben das meine Sprechrolle aufzunehmen. Ich dachte mir, so schnell bin ich dann doch nicht. Ja, dann willkommen zurück. Zu Mario Plus Hey, Rabbids Sparks da. of Hope. Hier waren wir gerade, ne? Spack auf Hope. Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich irgendwo da. Also im Portal waren wir auf jeden Fall auch schon. Dann, wollen wir es den Leuten jetzt schon sagen? Hä? Wir müssen noch mal in die Portale rein, alle. Ach so, ja. Aber das machen wir. Es wird die letzte Amtssammlung sein. Weil das ist halt das Dümmste überhaupt. Ja, naja, das ist halt nicht gesagt, mit vor allem dumm. Ja. Aber ansonsten so haben wir hier halt alles. Wo geht's denn jetzt weiter? Also, wie kommen wir zu dem Portal? Weil dann würde ich den Weg dann doch schon mal gerne nochmal so ein bisschen legal ablaufen. Einfach nur für den Fall der Fälle, dass da halt was ist. Und es war doch hier. Hier war doch der grüne Ring. Dann ist das Portal. Ja, hier, ne? Ja, okay. Da sind wir lang gelaufen, vor allem für die Challenge. Dann sollten wir halt alles was haben. Ich finde, du sagst, dass uns halt auch nur zwei Erinnerungen fehlen, eigentlich ganz beruhigend. Ja, oh Gott. Ja. Warte kurz mal. Sehen wir denn, wie viele Planeten wir noch haben? Das kann man doch jetzt vielleicht. Okay, zwei Erinnerungen halt. Waffenskins noch viele. Wobei, dann haben wir 10, 5, noch 5 Münzen brauchen wir dann rechnerisch, ne? Was zwei Erinnerungen? Sind 89%, dann 90%, der fehlende Prozent, dann 10%. Wobei, nee, Quatsch, gar nicht. Einkaufen gibt auch noch Prozente. Geld Apropos erhalten Einkaufen. gibt Prozente und Geld ausgeben gibt Prozente. Wir können mal kurz gucken, was uns die Karte preisgibt. Natürlich, der Riesenspark ist hier irgendwo. Ja, Weg, weg, weg. Riesenspark, oh Gott. Weg, Mann, jagt. Kann Sachen anheften. Interessant. Kann mehrere Sachen anheften. Nö. Nein. Ich will kurz gucken. Dann die Weckmannjagd. Mutti's. Ja, wir müssen mit den Typen reden, damit wir Weckmänner jagen dürfen. Wo ist denn der? Da. Ja, gut, gucken wir mal. Naja, gehört dazu, ne? Richtig, ich wollte. Jetzt habe ich. Hab ich das angeheftet? Das ist angeheftet. Ja, gut. Was bringt das? Na gut, da oben auf dem Da ist jetzt Radar. Toll. auf diesen. Keine Ahnung. Ist halt auch ein Radar. Aber keine Ahnung, ist halt noch schlimmer als das Radar, was man sonst so kennt. Ja. Also, hier waren halt viele Rätsel, die wir halt gelöst haben, damals doch unbedingt. Hier ist sowas. Das ist einfach Aha. nur zurückgesetztes Rätsel. Ach, nein, 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 ich hab's einfach nur zurückgesetzt, ein paar Sachen. Ach, keine Ahnung. Nicht mein Bier. Ein Bier vor vier. Vor 4 ist nach 4. Das stimmt. Wo ist der Typ? Oh, das. Bist du das? Oh, hi. Okay, Weckmannjagd. Machen wir. Was sind denn eigentlich Weckmänner? Das sind diese Männer, die immer wecken. Diese Männer, die weg sind. Der da, oder? Ja, Die doch, weg. der. Die sich da gerade so ganz heimlich hinter die Wand geschoben hat. Das war funny. Ah ja, da unten die Erinnerung haben wir auf jeden Fall auch. Ja, das ist ein Weckmann. Ah, die Röhre ist. Die Röhre Ah, ist das. Beckmann. So wie Donald. Stimmt, du bist Donald. Ja, passt ja. Weckmann! Ich kann das Geräusch machen, aber ich kann in dieser Geräuschlage nicht sprechen, das ist das Problem. Nee, geht nicht. Einfach Ernstki. Einfach der einzige wahre Ernstki hat mir gefolgt. Das dein Ernstki?
Siege 4 weg, Männer. Ja. Nein! Achso, ich hab runtergedrückt. Ich hab runtergedrückt. Ja, sorry. Das ist mein Ladegerät. Wer kann Sniper rufen? Ja, als Sniper rufen ist der letzte auch so was von sinnvoll. Na gut, machen wir. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ja. Egal. Eine Stück Luigi halt jetzt von mir aus. Okay. Sehr gut. Du hast ein bisschen PTSD einfach, dieses Geräusch der Sniper-Wolves. Ja. Da. Hier sind die weg, ne? Alle drei von vier. Oh, Schild auf alle. Dann helfen wir die Gummas töten. Das passiert sehr gut. Da hinten ist der vierte, okay. Ah. Naja. Ja, gut. Tod ist tot. Gut gemacht, I guess. Ansonsten kann aber niemand. Kann Luigi noch rasen? Luigi könnte halt noch rasen, aber. Naja. Peach? Kann hier hinkommen? Dann kann Luigi da hingehen und rasen. Ah, ich habe mich gerade gefragt, ob die Hände noch darauf wirkt und ja, tut sie. Cool. Haben wir doch schon mal, dass er so 90 Grad nach oben gesnipert hat. Das ist cool. So. Luigi bleibt stabil. Ich kann die Backmänner wecken Leute auf. Wie ist das gestorben? Alter Schwäche. Ja, ich muss nicht shoppen. Aber da ja, kann man doch keinen Shop, ne? Da. Hi, ihr Penner. Zack. Hashtag Livestream. Ja, wir sollten auf jeden Fall irgendwo eine goldene Röhre finden. Das ist die dritte Folge, die wir aufnehmen, ne? Ich glaube, ja. Okay. Mann, dauert das lange. Ja. Halt schon so. Ich kann ja mal die andere Mission anheften. Was ist denn das hier? Hier. Eine wiese Angelegenheit. Klingt wild. Problem ist halt, sie sind einige Wege nicht da, weil die halt immer umgestellt wurden. Aber gut. Ich hoffe, wir können es einfach ignorieren. Natürlich müssen wir halt Änderungen finden. Im Endeffekt macht mich das doch wieder so ein bisschen Angst. Nö. Da ist ein Wegmann, den nehmen wir mit. Super Wegmann. Und bam. Wiese Angelegenheit. Ich könnte halt der Riesenboss sein. Ja, so viel gibt's da eigentlich so gar nicht, weil wir auch einkaufen müssen.
So, ja, wir bleiben halt. Besiege drei Gegner, vielleicht Jesu. Ja, Peach, nachher. Immer dann. Wenn wir auch nicht gut später. Das auch nicht. Ich hoffe, ihr mögt mir. Ja, nicht, okay. Bitte, Bep, Bep. Bep. Alles Bep oder was? Hier ein Schild auf alle. Ich treffe Luigi. Oh, ich treffe auch Luigi. Sehr gut. Ich wollte den angreifen gerade, unser Kumpel. Rayman, tu deinem Bruder nicht weh. Man hat einen Bruder. Gayman? Wie bitte? Gayman? Sprayman. Sprayman. Hier ist Batman. Na, Bobay! Mach dich unsichtbar, Süße. Okay. Oh, hi! Und der hat auch keinen Bock, okay. Mach mal auf den. Vom drei Gegner besiegen, da kann ich auch die Lappen wie die Klone besiegen. Meine Güte. Seid ihr mal fertig, dankeschön. Komm, mach tot. Danke. Oh, das war jetzt laut. Weißt du, was mich nervt? Dass es nur beim Hauptmonitor diese Einstellungen gibt mit Soundeinstellungen und so. Und ich die halt jetzt nicht aufrufen kann. Ja, ich weiß, was du meinst. Das Problem habe ich ja auch immer. Der geht halt schon, ne? Muss man halt irgendwie minimieren oder so. Ja, ja, klar, ich könnte einfach so Vollbild ausmachen und so weiter. Nervig, ja. Das fuckt mich auch mal ab. Das kann man bestimmt irgendwie umstellen, dass man das auch auf dem Zweitbildschirm sieht oder so. Da oben ist der Shop. Ja. Aber da hinten, ich will da hinten hin. Ich teleportiere mich mal hier hoch. Draußen ist einfach 13 Grad, sagt Windows. Jo. Wenn du darüber willst, hier rüber da drüben. Einmal wieder so warm. Kamek und da drüben soll auch irgendwo diese Aufgabe. Und ich kann es ja machen, ich kann das Ding ja hier umdrehen, das kann ich ja. Aber erstmal shoppen. Ich hab noch zwei Aufgaben, das sind noch die. Ne, noch vier Aufgaben. Fuck. Ich wollte irgendwas kaufen. Bewegungsboost. Okay, noch vier Aufgaben. Auf jeden Fall, wir haben Erinnerungen gekauft gerade. Die willst du mal kurz. Das sind die letzten Mal Erinnerungen, ne? Kamex und Wellenbrecher. Waren das die letzte Mal in Erinnerung gerade? Ich hab doch gesagt, es fehlen zwei, ne? Ja. Wir haben alle Erinnerungen. Na? Yes. Wo? Hier.
Aber irgendwie komme ich gerade auf die Prozente nicht klar, aber naja, gut. Ja. Das wird sich schon ergeben, vielleicht gibt auch, keine Ahnung, der Riesengegner 5 Punkte. Aber hier war auch ein Rätsel, das wir schon gemacht haben. Aber... ich würde gerne einfach... hier lang, ne? Ja, doch da lang. Wieder den Beckmann finden wir auf dem Weg schon. Da wird er generell noch andere Aufgaben halt finden. Ich glaube, das könnte mir dann wieder das Knick brechen. Also uns beiden, vor allem. Wie mir das Genick. Ja, guck mal, das ist halt der Riesengegner, der hier markiert wird. Wie kommt man denn da unten hin? Bringen. Darüber? Nee, das hätten wir gefunden, denke ich. Springen, sagst du? Ja, hi. Weil, da ist diese Röhre. Ja, aber eigentlich ist das jetzt der einzige Weg ist tatsächlich da unten, ne? Wo wir gerade waren. Da halt irgendwie nochmal wahrscheinlich einen unsichtbaren Weg finden, da. Big Mama. Hey Mama. Auch bekannt als Racheengel von Sektor 7. Ne, Sektor 5. Nein. Hier kommt es auch einfach hin. Ja, hier muss eine Brücke sein, oder? Sehr gut. Oh oh. Wer erwartet uns hier? Oh hell no. Ja. Ja, hallöchen. Machst du nix, ne? Ja, oh, wir haben Items gekauft. Egal, letzter Riesengegner, letzte wirkliche Herausforderung. Na, ich hab Angst vor den Side-Challenges. So, besiege Riesen-Peter 4. Der, hab ich kurz vergessen. Der kann uns anlocken, der kann uns auf jeden Fall anziehen. Wen wollen wir haben im Team? Das ist jetzt wirklich, also, klar. Und naja, hier. Sie ist auch klar. Aber wen noch? Hüllt. Mit Bowser war ja eigentlich immer... Ah, ich weiß nicht. Ich würde Mario nehmen. Weil Luigi kann auch dreimal mit der Hellenlicht schießen. Mario hat Mario Fähigkeiten. Ich glaube nicht, ne? Ich weiß nicht. Du sagst Mario. Du sagst Bowser? Ich meine, wir haben ja sonst immer mit Bowser das gemacht. Mir ist das. Egal. Weil Rabbit Mario auch immer gut Damage macht, aber da muss man halt an die ran, ne? Und er ist fast tot. Das kann man ja heilen. Das kann man ändern, ne? Wir können ja tatsächlich mal, ich nehme ihn mal. Da mal kurz aufs Sphero-Brett gehen. Anpassen. Ich gebe dir so eine Fähigkeit. Was ist das hier? Angriff beendet nicht die Bewegungsphase, dafür braucht er 4 Punkte. Wie können wir denn 4. Können wir dafür irgendwas anderes wegnehmen? Dass er geheilt wird nach dem Kampf, das kann man ja wegmachen. Heilungsschwamm, lass es drin. Das ist ein Punkt brauche ich jetzt noch, weil dann können wir ihn quasi so kämpfen, da und dann wieder wegrennen. Gegenschlagreichweite, die habe ich letztens erst erhöht, tatsächlich. Das habe ich hier aktiviert, nach Einsatz die das Sparks, ja doch, das will ich schon drin lassen, weil das ist ziemlich cool. Extra Raserei, ja. Raserei, Flächenschaden verringern. Vergrößert die Reichweite.
Vom 100, plus 20% geheilt. 100, vom nur 110, komm. Wenn es 110 ist, dann kannst du auch 100 machen, nur. Das können wir nämlich hier das hier geben. Oh, das sagen uns, was wir brauchen. Ja gut, dann. Machen wir das. Die anderen beiden. Oh, Rapid Peach hat 3 Punkte. Oh. Was ist denn da los? Er kann aus Barkfähigkeit kommen. Kriegt das hier. Punkt. Aber dann wird es doch jetzt eine Heilung einfach direkt zünden. Also quasi nur. Ja. Weil eigentlich. Ja, das kommt noch. Okay. Hm. Wir sind zwei Gegner. Erstmal den Fetten anziehen. Spark-Cooldown zurückgesetzt. Ach du, dann in der Cooldown wird zurückgesetzt. Nicht Spark-Energie, ist ein Unterschied. Na egal. Cooldown zurücksetzen ist auch gut. Ich hätte mich pushen können. Kannst du kommen? Ja, ist das Windimmun? Egal, schießt trotzdem aufs Fass. Ein bisschen Schaden, der kann nicht weggeschleudert werden, aber macht er trotzdem Schaden. Ich hab jetzt keinen Sniper. Na egal, den brauchen wir jetzt auch nicht. Also, Sniper, rufen Sniper wohl. So ist ganz gut. Also, ja, ich wollte auch keine Beschwörung machen, weil, ja, ich will das hier natürlich machen. Immun. Das wär's jetzt. Hier, ja, mach ich ja unsichtbar. Aber stimmt, Rabbit Mario hat ja nicht den Effekt, dass er halt. Genau, sie hat einen Spark hat größer. Ist auch gut. Aber nicht das, was es haben wollte. Das kann ja auch hochkommen noch. Kann er auch springen. Der Maul hält. Die Maulhure. Nicht Bart. Nee, komm. So weit gehe ich nicht. So. Ich habe dann gestern auch erstmal das 2 Wochen alte Video gefunden zum nächsten Teil des Remakes. Oh, Deckung ist weg. Entspann dich doch mal. Ich möchte auch ungern reinrasen wieder in die Menge. Genau. Und dann abhauen. Hm. Hi, ihr Cuten. Ratatatatata und Rabbit Peach. Ja, töte den. Vielleicht wird jetzt gleich ein Portal auftauchen, aber ja, wir haben einen Riesengegner mittlerweile recht gut im Griff. Eine Heilung, brauchst nicht zünden. Komm, Kommandoblock werfen. Kommandoblock. Sind wir in Minecraft? Kommandoblock. Kommandoblock. Liebe. Patsch, patsch, patsch. Patsch, patsch, patsch. Patschen. Nee, bitte nicht mehr. Nicht mehr dieses Jahr. Ja. Wohl doch. Hm? Wohl doch.
Ah, du sprichst das für den Zeitpunkt der Aufnahme, finde ich gut. Schockangriff. Exactly. Für mich ist das Jahr schon vorbei. Cool. La, la, la. Ich hab gestern schon den ganzen Tag in 2023 gelebt, also von daher. True. So, unentzündlich, na egal. Mach dich halt wieder unsichtbar. Weil er kann anlocken. Das heißt, er wird auch sie anlocken. Naja, gut. Soll man machen, jetzt auch eine Chance haben. Kurz nicht hingeguckt, was ist gerade passiert? Der hat uns getötet. Cool. Oder zwei von drei, hat uns vor unserer Wiederbeleberin heute getötet. Ja, gut. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh Gott. Ciao.